Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Death Stranding Director's Cut. Hättet ihr nicht gedacht, dass wir uns nach dem furiosen Storyfinale nochmal wiedersehen? Ich schon, weil wir ja doch noch die ein oder andere Sache zu erledigen haben. Und hier nochmal durch diesen eleganten Schlenk in der Geschichte nochmal die Möglichkeit haben, Dinge nachzuholen, die wir in der Zwischenzeit nicht gemacht haben. Ja, wenn ihr das furiose Storyfinale verpasst haben sollt, schaut euch das doch gerne an, verknüpft in der Infobox. Das hier können wir tatsächlich unabhängig machen. Aus meiner Sicht stehen noch zwei Dinge offen, nämlich das Fabrikgelände, wenn es ein Fabrikgelände war, was es hier vor dem Director's Cut nicht gegeben hat, eine Rennstrecke. Und jetzt will ich mal auf die Karte gucken, mal gucken, ob das von dem Terminal hier aus geht. Na, lässt du mich in den Terminal? So, Terminal. So, wir haben nämlich irgendwo... Okay, wir sind wieder ganz im Osten. Das bedeutet, dass wir ja auch noch eine... dass wir hier noch mal ganz gut in die Nähe der Rennstrecke kommen könnten, die wir auch noch bauen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die soll sich in der Nähe der Zeitregenfarm befinden. Bevor wir das aber machen, hier hat es ja irgendwie noch Nachrichten, die wir noch nicht gelesen haben. Nachrichten und Daten. Vielleicht können wir uns die mal zuerst, bevor wir hier irgendetwas anderes machen. So, von der Mutter der chiralen Künstlerin. Like, wie immer. So. Die tragische Vergangenheit meiner Tochter und ihres Mannes. Lieber Sam, vielleicht hast du es schon gehört. Meine Tochter tauchte vor kurzem hier auf und wollte wieder bei mir einziehen. Kurze Zeit später stand ihr Mann vor der Tür und war auf der Suche nach ihr. Also entschied ich, dass es an der Zeit war, ihnen endlich die ganze Wahrheit über die Ereignisse vor 5 Jahren zu sagen. Die Wahrheit über ihre erste Begegnung. Die richtigen Eltern meiner Tochter wurden von einer Schrotthändlerbande getötet. Wer hätte gedacht, dass es Schrotthändlerbanden gibt? Einer Bande, der ihr eigener Ehemann angehörte. Damals war allerdings noch ein Junge und er war es, der ihr das Leben rettete. Irgendwie überzeugte er die anderen davon, ihr nichts zu tun. Ich erinnere mich daran, wie er ihre Hände hielt, als ich sie fand. Wie verängstigt sie war. Sie hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, brachte kein Wort heraus. Ich würde gerne behaupten, dass der Junge danach aus freien Stücken abgezogen wäre, um Prepper zu werden, aber das wäre gelogen. Ich will es nicht leugnen. Ich wollte mich nicht um sie beide kümmern und schickte ihn seines Weges. Es war reiner Zufall, dass sie sich wieder getroffen und ineinander verliebt haben. Vielleicht sogar Schicksal, auch wenn ich es an jenem Tag verfluchte. Das kannst du mir glauben. Sie erinnerten sich aneinander, nicht aneinander, verstehst du? Wahrscheinlich waren sie traumatisiert, also musste ich diese Bürde alleine tragen. Obwohl ich sie nie voneinander fernhalten wollte, wagte ich es nicht, sie an all das zu erinnern. Aber nach allem, was passiert ist, war mir klar, dass kein Weg daran vorbeiführte. Sie mussten sich beide an alles erinnern, dass er ihr das Leben gerettet hatte, dies aber ohne seine Bande gar nicht nötig gewesen wäre. Ich fragte mich, ob sie sich angesichts der Wahrheit versöhnen würden. Sie sprachen sich aus und dachten nach. Dann verkündeten sie mir, dass alles andere egal sei, wenn man jemanden liebe. Ist das zu fassen? Also riet ich ihnen, es noch einmal miteinander zu versuchen. Es wird nicht leicht. Und das sollte es auch nicht sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie es schaffen können. Wenn sie heiraten wollen, stehe ich hinter ihrer Entscheidung. Okay. Getrennt, versöhnt, geheiratet oder nicht geheiratet, verlobt, getrennt, wieder zusammen, vielleicht wird geheiratet. Mal schauen, ob wir das noch erfahren werden. So, und die chirale Künstlerin hat auch persönlich geschrieben, es wird doch geheiratet, yay. Lieber Sam, ich hoffe, es geht dir gut. Also, meine Mutter hat uns erzählt, was vor 5 Jahren passiert ist. Es ist seltsam, dass wir keinerlei Erinnerungen daran haben, aber ich bin froh darüber. Manche Dinge vergisst man besser.
Seine Bande hat meine Eltern getötet, daran besteht kein Zweifel. Allerdings steht auch außer Frage, dass er mich gerettet hat. Er nahm mich an die Hand und brachte mich in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mich wenigstens daran erinnern, selbst wenn ich mich dann auch an Teile des Rests erinnern müsste. Vor 5 Jahren war er für mich da und seither kümmert sich auch meine Mutter um mich. Ihnen und ihrer Liebe verdanke ich mein Überleben und dass ich die Person geworden bin, die ich heute bin. Ich verdanke Ihnen alles. Naja, vielleicht nicht alles. Ich sollte nicht vergessen, wie sehr du mir geholfen hast, Sam. Jetzt mach mir bloß keinen Antrag. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Jedenfalls gehe ich nun wieder in unseren Bunker zurück. Ich laufe nicht mehr weg. Schließlich muss ich eine Hochzeit planen. Jo, die sogenannte Bunkerhochzeit. Mal gucken. Waschechter Heldenkram von Viktor Frank oder Viktor Frank aus Port Nord City. Wenn ich die jetzt lese, dann müsste ich ein Accolade, eine Auszeichnung freischalten tatsächlich. Es gibt eine, wenn man, glaube ich, wirklich alle Nachrichten gelesen hat, die es gibt. Und da muss man halt auch noch die lesen, die nach dem Ende der Hauptstory hier noch drin sind. Da das jetzt die letzte ist, nehme ich mal an, werde ich jetzt meine Auszeichnung dafür bekommen, so viel in so vielen Stunden gelesen und nicht nur gelesen, sondern auch vorgelesen zu haben. Wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Muss kein Like? Na gut. Waschechter Heldenkram. Hey, du hast es echt hingekriegt. Du hast es bis in den Westen geschafft und das Ganze überlebt. Ich muss zugeben, dass ich Angst hatte. Du würdest es nicht durchziehen. Das war schließlich ziemlich viel verlangt. Weißt du nicht, dass ich schon wieder im Osten bin? Na gut. Für die Leute, die du zurückgelassen hast, war es nicht leicht. Aber ich will dir keine Schuld zuschreiben. Das wäre ungerecht. Tut mir leid, dass ich hier an dir gezweifelt habe. Du bist ein echter Held, Sam. Und viele von uns werden das nie vergessen. Danke. Gut, alle E-Mails. Hier müsste auch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo markiert ist, die Geschichte mit der Rennstrecke auch nochmal sein. Gut, wir haben noch die ganzen Bergungsanfragen für Wies Chips. Da haben wir ja viel von ausgelassen, so Lieferung zu Prepperin. Hier, Verteilerzentrum südlich von Lake Knot City. Komm und rase über die Rennstrecke deiner Träume. So, was hat er geschrieben? Spende einfach die notwendigen Materialien. Gucken wir mal. So, in die Nähe der Zeitregenbauern. Okay. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir da am gescheitesten hinkommen. So, was haben wir noch an Daten? Interviewdaten gibt es noch welche. Ich denke auch mal, das werden jetzt so die letzten Interviewdaten und E-Mails sein, die hier noch reintrudeln. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Über Sams Rückkehr. Ja, wir holen ja wirklich noch das allerletzte aus der Story raus. So, über Sams Rückkehr. Hartman, Bridge's Headquarter. Wann? Eine Woche nach Sams Rückkehr. Sam ist gesund und munter zurück. Vor etwa einem Monat war er zu Emilys Strand aufgebrochen. 30 Tage lang haben wir unermüdlich gesucht, aber für ihn muss sich das wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Einsamkeit und Verzweiflung er erduldet haben muss. Ähnliches haben wohl nur Emily und Bridget erlebt. Sam hat uns von der Extinktionsentität erzählt und davon, dass sie der Menschheit eine Gnadenfrist gewährt hat. Doch mehr ist kaum aus ihm herauszubekommen. Naja, wir sollten ihn nicht unter Druck setzen. Alles andere, was er uns erzählen könnte, würden wir wohl ohnehin nicht verstehen. Es reicht, dass die letzte Strandung verhindert wurde. Auch wenn ihre Vorläuferin das Antlitz unserer Welt für immer verändert hat. Sollte es in Abertausenden von Jahren noch intelligentes Leben auf der Erde geben und unsere Fossilien finden, wird es wahrscheinlich zu dem Schluss gelangen, dass der Homo sapiens dem 6. Aussterben zum Opfer gefallen ist. Wenn wir Glück haben, werden sogar Anzeichen gefunden, die wir hinterlassen haben. Trotzdem ist nicht abschätzbar, in welchem Maß es verstehen wird, wer wir waren. Schließlich wird die Intelligenz dieses Lebens sich von der unseren unterscheiden.
Es wird ein anderes Verständnis der Welt und des Universums entwickeln. Unterschiedliche Daseinsformen, unterschiedliche Vorstellungen von Lebendigkeit, das führt unweigerlich zu unterschiedlichen Vorstellungen vom Sterben. Aber auch wenn dieses neue Leben nie verstehen wird, wer wir waren, spielt das keine Rolle. Meiner Meinung nach muss er nur wissen, dass es uns gab. Das sehe ich zur Abwechslung mal völlig anders und ich sehe auch überhaupt keinen Grund, so aus so einer Hochtechnikwelt, es muss ja im Prinzip nur ein galanter Datenträger übrig bleiben, mindestens, dass ja vielleicht irgendwelche Intelligenzen, die später mal auf der Erde leben, deutlich mehr über uns erfahren können, als wir über unsere Vorfahren, die mit Hüllenmalereien gearbeitet haben, ganz zu schweigen von dem, was da möglicherweise vorher war. Also ich sehe das ein bisschen anders. Oder einen sehr lange haltbaren Satelliten im Orbit, dem das egal ist, was auf der Erde passiert. Also ich denke, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, so eine Art Menschenzeitkapsel irgendwo hinzupacken. Nur oft guckt die Menschheit ja leider, wenn überhaupt, höchstens von heute auf morgen, aber nicht mehr von morgen auf übermorgen. Und alles, was über eine Legislaturperiode rausgeht oder vielleicht über den Lebensrahmen eines Menschen selbst und vielleicht noch der Kinder, ist schwierig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich sehe da durchaus in den ein oder anderen Bereichen einen Wandel, wenn auch nicht überall. Schauen wir mal, ob die Schlauen oder die Deppen die Oberhand gewinnen werden, weil davon wird es meiner Meinung nach abhängen, wie es auch tatsächlich mit uns endet oder auch nicht. So. Ui. Hicks Tagebücher. Das erinnert mich jetzt ganz spontan. Da wurden doch mal, naja, ich will es nur mal andeuten, Tagebücher gefunden, die dann tatsächlich doch gefälscht waren. Wisst ihr, was ich meine? Gut, ja, die Tagebücher, die lesen wir uns auf jeden Fall auch noch durch. Hoffentlich haben sie keinen Umfang kompletter Tagebücher. Sonst könnten wir hier vielleicht noch mehrere Folgen verbringen, bevor es losgeht. Wir nennen mal die Folge dann mal Aufwärmen fürs letzte Gefecht. Mal gucken. Mir wird schon wie immer irgendwas Schlaues oder weniger Schlaues einfallen. Okay, es sind tatsächlich nur noch die Tagebucheinträge. Tja, Hicks sind wir ja auch losgeworden. Wenn ihr das verpasst habt, scheut euch nicht mal die komplette Playlist durchzuwühlen zum Death Stranding Director's Cut. Sind echte Perlen dabei. So, Entstehungsjahr unbekannt. Das erste, woran ich mich erinnern kann, ist die Decke unseres Bunkers. Damals, als ich mir als Baby die Augen ausholte. Plötzlich kommt die Hand Gottes ins Blickfeld und verdunkelt den stählernen Himmel. Papa, er hebt mich hoch. Weder behutsam noch ruppig. Er ruft irgendetwas, aber ich verstehe nichts von seinem Kauderwelsch. Er ist allerdings nicht mein richtiger Papa. Der starb vor meiner Geburt und Mama kurz nach ihm. An einer Krankheit oder so. Keine Ahnung. Ihr Bruder nahm mich zu sich. Er holte mich aus diesem nach Bisse und Tod riechenden Bunker und brachte mich hierher. Papa Nummer 2. Wer diesen Geruch mal nachempfinden will. Oh ey, jetzt denken alle, oh Gott, oh Gott, was kommt denn jetzt? Muss einfach mal zu gewissen Uhrzeiten bei bestimmten Unterführungen durchgehen. Mehr sage ich mal nicht. Obwohl in einem geschlossenen Bunker ohne Frischluftzufuhr ist das bestimmt noch extremer. In die Vaterrolle hat er sich nie so richtig hineingefunden. Er war ein gemeiner und brutaler Mann, voller Wut, die er nirgendwo ablassen konnte. Er versuchte mich zu lieben, auf seine eigene Weise. Aber ich weiß nicht, ob er dazu je fähig war. Papa sagte mir, dass unser Bunker unsere Welt wäre. Und ich glaubte ihm. Ich wuchs in dem Glauben auf, dass außer uns beiden niemand existiert. Dann, als ich etwas älter wurde, begann ich, Fragen zu stellen. Es waren einfache Fragen, zum Beispiel danach, woher das Essen kommt. Dafür bekam ich von ihm eine Ohrfeige. Aber so sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, die Neugier aus mir herauszuprügeln. Eines Tages erhaschte ich einen Blick auf seinen Monitor. Damals sah ich zum ersten Mal etwas von der Außenwelt. Ich lag Papa damit in den Ohren und kassierte dafür natürlich wieder eine Tracht Prügel. Doch ich gab nicht auf. Schließlich rückte er mit der Wahrheit heraus und gab zu, dass es da draußen eine ganze Welt gab, die von Zeitregen völlig durchweicht und voller Dämonen war, die mich auffressen wollten.
Später kam mir in den Sinn, dass seine Panikmache wahrscheinlich schuld am Tod meiner Mama war. Er trichtete ihr seinen hysterischen Quatsch über lebende Tote ein und dass es nur unter der Erde sicher wäre. Warum deswegen Vater und Mutter sterben müssten, ist mir schleierhaft. Noch schleierhafter ist, warum Hicks so geworden ist, wie er geworden ist. Aber vielleicht erfahren wir da ja gleich noch was in den weiteren Tagebucheinträgen. Das triggert ein bisschen, dass sie die Nummer 24, 25 und 26 haben. Man bekommt ja den Eindruck, als könnte man da vielleicht noch mehr finden. Dem wird aber wahrscheinlich nicht so sein. Meine Mama vertraute mich ihrem Bruder an, weshalb er keine andere Wahl hatte, als mich großzuziehen, so gut er konnte. Man kann über diesen Mann sagen, was man will, aber Pflichtgefühl hatte er. Vielleicht verspürte er sogar ein gewisses Maß an Liebe für mich. Aber was auch immer er in seinem Herzen gespürt haben mag, brachte er mit seinen Händen zum Ausdruck, mit seinen Fäusten. Naja. Alle Hoffnungen und Träume, die er für mich, für uns gehegt haben mag, blieben ziemlich schnell auf der Strecke. Schnell entwickelte sich ein Tagesablauf, der daraus bestand, dass er mir einschärfte, verdammt nochmal drinnen zu bleiben und seinen Worten dann mit Prügel Nachdruck verlieh. Manchmal glaube ich, dass er wirklich davon überzeugt war, dass dies die einzige Möglichkeit sei, mich zu beschützen. Aber so wollte ich nicht länger leben. Den Geist eines Jungen kann man nicht einsperren. Wäre ich geblieben, dann wäre ich gestorben, körperlich und seelisch. Aber du hast doch gesagt, der Geist eines Jungen kann nur nicht eingesperrt werden. Das bedeutet doch, dass man sich auch in Gefangenschaft mit Fantasie über Wasser halten kann. Oder nicht? Freilich ist die Freiheit an der Stelle besser. Wenn auch manch einer nicht so genau weiß, was er damit sinnvoll anfangen kann. Nun ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich musste da raus. Heimlich begann ich, Vorräte anzulegen. Aber er kam dahinter. Er verabreichte mir die schlimmste Tracht Prügel aller Zeiten. Er schlug mit allem auf mich ein, was er in die Finger bekam. Er nahm unseren Bunker auseinander und schlug die Einrichtung kurz und klein. Dabei schrie er wie ein verletztes Tier und Tränen liefen ihm übers Gesicht. Hatte der Mann eventuell ein ganz geringfügiges Aggressionsproblem? Kann das sein? Er hielt mich nieder. Tränen und Speichel tropften mir ins Gesicht, während er sich weiter darüber ausließ, dass ich seinen Schmerz nicht verstehe. Seinen verdammten Schmerz. Seine Hände sind um meinen Hals geschlossen. Die Dunkelheit kriecht aus allen Ecken heran. Seinen verdammten Schmerz. Seinen verdammten Schmerz. Ich habe das Küchenmesser in der Hand. Es steckt in seinem Hals. Huch. Seine Hände, seine verdammten Hände werden schlaff und das Blut schießt einfach aus ihm heraus. Wie die Luft aus einem Ballon. Es spritzt auf mich herab. Ich rolle ihn vor mir herunter und blicke in seine glasigen Augen, in denen sich sein verdammter Schmerz und unser stähler Himmel spiegeln. Also formuliert ist es von den Tagebucheinträgen, wenn ich jetzt auch sehe, wie es weitergeht, wie ein zusammenhängender Text. Aber dann wären es ja dann keine unterschiedlichen Tagebucheinträge, oder? Macht man die nicht täglich? Naja, wahrscheinlich jeder, wie er will, ne? Vielleicht auch mehrere täglich. Gut, wollen wir mal nicht über die zeitliche Abfolge der Tagebucheinträge sinnieren, sondern einfach mal weiterlesen. Danach wusste ich nicht, wie ich mich fühlen sollte. Die nächste Nacht verbrachte ich neben ihm. Mein Geist war völlig leer. In meinem Kopf sagte mir eine quälende Stimme, dass ich die Leiche loswerden muss. Papa hatte mir nicht viel beigebracht, aber dass Leichen sich in GDs verwandeln, wenn sie nekrotisieren. Das wusste ich. Okay. Und da hast du dich nicht gefragt, warum er dir das erzählt, wenn es keine Außen... Ja gut, doch. Er hätte ja auch auf natürlichem Wege sterben können. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So etwas eignet sich eben vorzüglich als gute Nachtgeschichte, jawohl. Ich wusste also, was passieren würde, wenn ich ihn dort liegen lasse. Der Tod würde zu Besuch kommen und unser Zuhause in einen Krater verwandeln. Sein Gestank begann den Raum auszufüllen. Ich musste mich um ihn kümmern, ihn rausschaffen, ihn so weit wie möglich wegbringen. Also schnappte ich ihn mir und schleifte ihn hinaus in eine neue Welt mit einem neuen Himmel. Sie war größer, leerer. Überall nackter Fels mit Büschen hier und da. In der Ferne Berge,
verdammte Berge, um deren Gipfel sich chirale Wolken schmiegten. Meine Knie wurden weich und die Welt begann sich zu drehen. Aber ich wusste, dass mir die Zeit davonlief. Kopf nach unten, ich muss mich um Papa kümmern. Ich war mit solidem Tempo unterwegs, als mir etwas auffiel. Aus Papa trat Chirallium aus, winzige schimmernde Lichtfunken. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich legte ihn in den Dreck, doch bevor ich ihn losließ, hatte ich eine Vision. Meine Hände, die noch auf seinem Körper ruhten, verschwanden. Sie lösten sich in feinen Nebel auf. Puff! Und dann spürte ich eine weitere Präsenz. Ein GD näherte sich so langsam, aber stetig, als sei es seit dem Anbeginn der Zeit unterwegs. Papas Hüter. Das war das erste GD, das ich spürte, aber nicht das letzte. Danach spürte ich ihre Gegenwart noch lange. Es war ein sechster Sinn. Papas Abschiedsgeschenk an mich. Mit der Zeit verschwand er, aber ich wusste, wie ich ihn bekommen hatte. Und ich wusste auch, wie ich ihn erneut bekommen würde. Ich brauchte nur eine weitere Leiche. Und ich wurde wirklich gut darin, sie zu produzieren. Tod gegen Leben. Ihr Leben für das meine. Ein fairer Tausch. Lassen wir das mal dahingestellt. So, alle Interviews und alle Nachrichten wurden gelesen. Likes, Likes und nochmal Likes. Lass mal gucken. Ausrüstungsgrad brauchen wir nicht. Nach Lu will ich nochmal sehen. Den Rucksack nochmal anpassen. Und dann, lass mal überlegen, dann machen wir wahrscheinlich einen Fragile-Sprung. So nah wie möglich ran an die Zeitregenbauern. Aber nicht ganz direkt zu den Zeitregenbauern. Ich weiß, ich kann keine Ausrüstung mitnehmen, das bleibt dann alles hier, aber sei es drum. Und den muss ich noch genug Material mitnehmen, also so viel wie ich kann. Weil ich die Rennstrecke ja auch noch fertig bauen muss. Es könnte eine interessante Sache werden. So, also. Der Fragile-Sprung. So, die östliche Region. So, Portnot. Wir kommen ja hier bis nach Portnot City rüber. In der östlichen Region. Man kann aber auch hier noch komplett durchschalten mittlerweile. Zentrale, ja, drei Regionen. Zentrale, Mittel, Osten. So, aber wo ist die Zeitregenfarm gewesen? Blöd, dass ich hier nur die Punkte sehe. Hier ist eine Schutzhütte. Ja, das ist ja doof. Ich glaube, ich nehme mal das Verteilerzentrum westlich von Capital Nut City. Genau, wir springen da mal hin. Möchtest du wirklich springen? Ja. Hallo. Ist eine Weile her, Sam. Schön, dich zu sehen. Meint sie schon wieder? Weißt du noch, wie es geht? Schließ deine Augen und dann stell dir dein Ziel vor. Tja, auch ein Ende, was ich so nicht produziert hätte. Ich will mal nicht zu viel verraten. Ich meine jetzt, was Fragile angeht. So, wir sind komplett nackig jetzt. Naja, nicht ganz. Aber haben nichts mehr dabei. So, westlich von Capital Nut City. Jetzt muss ich leider mal aus dem privaten Raum hier raus. So, privaten Raum verlassen. Damit ich oben mal genau gucken kann. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, vielen Dank. So, wo sind die Zeitregenbauern?
Neuer Event mit Rang. Alles gut. Will ich nicht. So, Capital Not City. Warum sind die denn nicht mehr auf der Karte? Windpark. Port Not City. Oder waren die in der mittleren Region? Oder sind hier meine ganzen kleinen Punkte, wo ich war, und die Bunker und so weiter, alle nicht mehr eingezeichnet? Hier ist der Verbrennungsofen. Wegposten. Und da ist schon Port Not City. Okay, vielleicht ist es in der mittleren Region. Müssen wir nochmal checken. Ich möchte gerne wieder meinen privaten Raum, bitte. Wirklich im Kopf, dass das schon in der östlichen Region war. Habe ich denn da jetzt so getäuscht? Dann haben wir eben noch einen Fragile-Sprung. Wir haben ja Zeit, ne? So, das ist jetzt die mittlere Region. Schutzhütte, Schutzhütte, Schutzhütte. South Not City. Achso, ich kann ja jetzt alles sehen, weil ich alles freigeschaltet habe, ne? Nein. Kein Fragile-Sprung. Ich glaube, ich muss mich erst nochmal aufschlauen. Wo die Zeitregenbauern waren. Scheinbar sind die nicht mehr auf der Karte drauf. Sehr seltsam. So, hilft alles nichts. Also, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es westlich von South North City liegen. Und zwar unter einem großen Mule Camp. Das würde hier passen. Und südlich der Wetterstation. Die ich aber hier auch nicht mehr sehen kann. Das Ganze in der zentralen Region. Aber ich kann ja auch zu einer Schutzhütte springen. Und ich würde jetzt mal vermuten, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Guck mal, gibt ja auch eine Schutzhütte von Jason Dux. Dass vielleicht, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht genug Material da bekommen werden, wir schauen mal, dass hier in der Nähe vielleicht die Rennstrecke ist, dass jemand so schlau war, die hier direkt an die Rennstrecke zu bauen. So, deswegen springe ich mal dahin. Also, wohin soll es gehen? Wein doch nicht immer, wenn du mich siehst. Stell es dir im Geiste vor. Nicht gedacht, dass ich hier nochmal das große Suchen anfangen muss. Und warum sind die Sachen nicht mehr auf der Karte? Ich verstehe es immer noch nicht. So, da ich ja jetzt hier in einer fremden Schutzhütte bin, kann ich ja hier nur mit nichts rausgehen. Und das mache ich jetzt auch mal. So, Kumpelbot repariert, wie auch immer. Privaten Raum verlassen. So, was ist das für ein Terminal? Komm, wenn das jetzt der Terminal für die Rennstrecke ist, dann wissen wir, wie es das nächste Mal läuft. Na, für was bist du das Terminal? Der Bau der Rennstrecke. 560 von 650 Chiralium. Was, da hat schon jemand viel reingespendet, wa?
So, privater Spind, Garage, Rennstrecke, Rennstrecke erneuern. Tatsächlich ganz wenig Chiralium. Ah, ich habe gar nichts dabei, ne? Doch, habe ich. Chiralium-Kristalle hätte ich. In die Konstruktion. Das kann ich ja schon mal spenden. Das ist ja kein Problem, kein Ding. Und dann brauche ich noch 500 Metall und 500 Keramik. Habe ich das richtig gerechnet? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kann ich mir grob merken. 500 Metall und 500 Keramik. Wo kriege ich denn das her? Schön, dass du dich freust, mit der Melodie wie ein Eiswagen. So, okay. Aber das ist doch super, dann springe ich jetzt zur nächsten Stadt in der Gegend und muss mich dann aber wieder zu Fuß hierhin auf den Weg machen. Und am besten großzügig das Mühlgebiet umschiffen. Alles gut. Ist ja alles relativ unspektakulär her. So, nochmal. Fragile. Sehe ich dich öfter als im ganzen Spiel mittlerweile. So, hier sind diverse Schutzhütten. Da bekomme ich aber ja keine Materialien. Also, ich werde mir die Materialien, muss ich mir holen. Entweder vom Verteilerzentrum. Ich glaube, South North City ist am nächsten. Und dann hier irgendwie rüber. Und dann nicht durch das Mule-Gebiet und wieder zurück zur Rennstrecke. Hallo. Warum weinst du denn immer? Oder passiert noch was anderes, wenn wir nur oft genug miteinander springen? Pure Mutmaßung. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wobei ich glaube, solche Dinge in Anführungszeichen sind in Death Stranding nicht vorgesehen. Okay, raus aus dem privaten Raum. Da werden wir uns jetzt gleich erstmal komplett aufrüsten müssen. So, vielleicht können wir hier noch irgendwelche Aufträge losjagen. Hier irgendwie meinen Bot oder so. Mal gucken. So, 500 Metall, 500 Keramik waren das. Also wir werden dann aber in der nächsten Folge dann gibt es die Vorbereitung, die nötig ist für die Rennstrecke. Das Material, mal gucken, was wir sonst noch mitnehmen. Ich hoffe, hier gibt es genug Material. Und ja, und dann gibt es einen Galantentest der Rennstrecke, würde ich sagen. Wie gesagt, dann in der. Wie gesagt, genug jetzt. So, bevor ich noch mehr Blödsinn erzähle. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.